In Berlin. Für mich ist auch die fünfte Stunde. Bei sich zu Hause, und zwar Literaten, also Menschen, wo Schreiben tun, ja, hat er sich eingeladen, um mal zu hören, wie sieht es eigentlich aus, denn das wird das entscheidende Wahlkampfthema sein, wie ist die kulturelle Förderung in der Bundesrepublik. Die anderen Sachen sind gelöst, aber jetzt ist die Frage, wie sieht es aus mit Subventionen für unsere Theater, für unsere Orchester, wie sieht es aus, haben die Bücher noch genügend Seiten, das alles lässt sich der Kanzler heute Abend erklären. Es sind unsere Besten eingeladen, Christa Wolf, Doos Grünbein, Günter Grass, Nobelpreisträger, mit Bart heute Abend hier. Und man sagt, es gibt ein literarisches Gespräch und anschließend wird ein Imbiss gereicht. Das gibt es auch nicht mehr lange. Das heißt dann ab September Brotzeit. Günter Grass liest im Anschluss an den Imbiss aus seinem berühmten Buch vor, in dem es um Edmund Stoiber geht. Sie wissen, die Blechtrommel. Und dann feiern wir ein Jubiläum und oft lüge ich abends an dieser Stelle. Ich gebe es zu, ich heuchle mir einen ab. Ja, aber jetzt, meine Damen und Herren, kommt es von Herzen. Meine liebe Freundin Alice Schwarzer feiert mit ihrem Blatt 25. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, 25 Jahre Emma. Mua. Emma, 25 Jahre Frauenpower hier in Köln. Und ich muss sagen, ich habe immer ein Exemplar von Emma bei mir im Auto unter der Windschutzscheibe liegen. Ja. Da bin ich nicht blöd angequatscht werde, wenn ich auf den Frauenparkplatz fahre. Früher habe ich Emma regelmäßig gelesen, dann hat mir einer gesagt, hey, du bist doch gar keine Frau. Ach so. Dann, wie ist Ihre Erfahrung mit dem Euro? Schlecht, warum? Geld komisch aus und ich war vorhin in den USA in Urlaub und habe einen Dollar bezahlt. Das muss ich jetzt erst wieder eingewöhnen. Gut, das sind aber natürlich die Probleme von FDP-Wählern, oder? Wenn man sich von einem USA-Urlaub nicht wieder umstellen kann. Es gab jetzt eine Untersuchung, da wurde herausgefunden, unsere Freunde in der Gastronomie benutzen es zum Teil, um so versteckte Preiserhöhungen zu machen. Ja? Weil viele nicht so vertraut sind, geben dann 50 Pfennig, wäre ja früher eine Mark gewesen, 50 Cent wäre ja früher eine Mark gewesen und so weiter, Sie wissen das. Und so versteckte Preiserhöhungen. Ich sage, okay, das ist eine Umstellung. Wir hier sind, und ich speziell, Riesen-Euro-Fans. Und da, okay, das letzte Mal, als man uns das Geld so aus der Tasche gezogen hat, ja, haben wir wenigstens dafür 5 neue Länder bekommen. Ich glaube, die hohen Preise, ja, für versiffte Hotels und für miesen Service fallen einem auch deswegen mehr auf, weil man ja jetzt nicht mehr in Gulden bezahlt. Helmut Zellert, the Flying Dutchman! Ein toller Gast heute Abend. Hier, wo ist mein Zettel mit den Fragen an meinen Gast? Habe ich den draußen vergessen? Ja, aber den reißt du dir auch immer ab. Ja, den reiße ich ab und da habe ich da draußen hingelegt. Jetzt habe ich ihn draußen liegen lassen. Ich hole ihn mal schnell, oder? Ich guck mal, ich bin gleich hier. Ich habe, glaube ich, den Zettel mit den Fragen hast du an meinen Gast. Garderobe, oder? Ich habe vergessen. Ist er noch hier? Der Zettel mit den Fragen? Hier. Da ist er. Mein Fehler. Hier habe ich ihn liegen lassen. Die Fragen an meinen Gast. Und ich habe ihn liegen lassen, weil ich das die ganze Zeit den Namen geübt habe. Ja. Es sind heute andere Fragen als sonst. Wie war dein Urlaub? Nein, hast du einen Freund? Was machst du eigentlich bei NBC Giga? Ja, das weiß ich doch nicht auswendig. Ja? Und ich habe vorher Hallo gesagt. Sie sieht toll aus. Ja? Und trägt ein unglaublich leichtes Kleid für diese Temperaturen. Hier ist doch arschkalt im Studio, oder? Ja, wir haben runtergedrückt die Temperatur. Und ich habe sie gesagt, hallo. Und sie... Eine tolle junge Kollegin von NBC Giga und ich hoffe, ich sage es richtig, heute Abend bei uns Jumana El Husseini. Jumana El Husseini.
Ich find's fröstelig hier im Studio, oder? Bei mir ist so warm in dem Pullover. Ja, aber setz dich doch nicht in Pulli da rein. Da ist natürlich warm im Pulli. Ja, genau. Wenn man sich in Pulli reinsetzt. Du schwitzt? Nö. Du wirst gleich noch mehr ins Schwitzen kommen. Ich weiß. Denn Herr Andrak baut heute hier ein IKEA-Billy-Regal auf. Meine Damen und Herren. Hier, das ist die Bedienungsanleitung. In welcher Zeit baust du es auf? Ich habe ja ziemlich den Mund vollgenommen. In 4 Minuten, habe ich behauptet. Hallo zu Hause, Sie haben richtig gehört. Herr Andrak baut in 4 Minuten ein IKEA-Billy-Regal hier auf. Komplett. Ein kleines. Ein kleines. Ohne Auspacken. Welche Maße sind das? 80x106. 80x106 schon ausgepackt? Ja. Gleich hier, gleich hier. Wir kommen erst zu unserer täglichen Wahlumfrage. Außerdem machen wir heute noch einen kleinen Ausflug in die Eifel. Absolut. Ein Traum. Die Eifel ist ja wunderbar. Ich habe wieder festgestellt, man kommt viel zu selten hin. Ja? Sie wissen, wir machen hier jeden Tag eine Umfrage im Publikum, bevor die Sendung aufgezeichnet wird. Und ich sage es nochmal, die Umfrage ist freiwillig. Ja. Zwei wichtige Kriterien. Die Umfrage ist freiwillig für die Damen und Herren, die abends bei uns zu Gast hier sind im Studio. Und wir bitten Sie immer, möglichst ehrlich abzustimmen, was würden Sie wählen, wenn morgen Bundestagwahl wäre. Denn nur dann hat es ja für uns einen Sinn. Ja. Das Ergebnis heute. 264 Gäste im Studio, 228 gültige Stimmen, Wahlbeteiligung 86,4%. Sensationell. Sehr gut. Dafür, dass es freiwillig ist. Es stimmt dann heute bei uns, wenn morgen Wahl wäre, 29,4% für die CDU-CSU, 32,9% für die SPD, für die Grünen 11,8%. Bitte anschnallen jetzt. FDP 18,4%. Und PDS 7,5% PDS. Und ich muss sagen, das ist eine Sensation. Ja. Das ist ein Möllermann-Ergebnis für die FDP. 18,4%. Die FDP war immer 14-15% bei uns bei diesen Umfragen hier abends. Aber jetzt 18%. Wahnsinn. Kann man das eigentlich hochrechnen? Ist das bundesweit irgendwie statistisch verwertbar? Mit 284 Zuschauern? Also ich denke, wenn wir so einen Januarschnitt machen, dann haben wir ja ungefähr 2000 Zuschauer befragt. Ja. Das ist schon richtig repräsentativ, ja. Unglaublich. Fast so viel wie die CDU. Ja. Das ist richtig. Das wird langsam gefährlich für die CDU. Ja, natürlich. Und die haben nur einen Kandidaten. Falls es eng wird, meine Damen und Herren, das ist das große Thema jetzt. Politik. Und kein Wunder, dass unsere Politmagazine sich voll auf dieses Thema konzentrieren. Fokus titelt in dieser Woche Generation SMS, der Kult um die geheime Post. So eine SMS ist total geil, es piept und dann steht da was. Ich habe was ganz Tolles entdeckt, wenn man SMS rückwärts liest, kommt das Gleiche raus. Aber so eine SMS ist auch gefährlich. Letzte Woche habe ich im Gehen eine geschrieben und bin voll mit der Fresse von Baum. Generation SMS, diesen Montag im Fokus. Und nächste Woche? Bier trinken ist total in, Leute. Es ist zum Lebensgefühl einer ganzen Generation geworden. Und wenn man genug davon trinkt, kann man seine Frau verprügeln, ja. Der Kopf tut weh, die Füße stinken. Höchste Zeit, ein Bier zu trinken, ja. Alles Scheiße, alles Mist, wenn du nicht besoffen bist, ne? Generation Bier. Montag ist Fokustag. Und eine Woche drauf? Wer von euch hat Schuhe mit Klettverschluss? Ich! Seht ihr, kein Schwein bindet sich noch die Schuhe. Cool. Genau, und so ein Klettverschluss, der macht auch so ein lustiges Geräusch. Ratsch, ratsch, ratsch. Generation Klettverschluss. Montag ist Fokustag. Trinkst du heute ein spezielles Bier? Ich glaube ja. Im Rahmen unseres Ausflugs? Ja klar, in die Eifel. Verstehe. Ja. Das ist das Bier, das wir nachher trinken werden. Genau. Wenn wir in diese schöne Landschaft hier gleich vor den Toren Kölns fahren. Jetzt aber ist es erstmal soweit. Und zwar, es ist Folgendes. Herr Andrak hat einen Artikel entdeckt in der FAZ. Und zwar, Möbelmesse hier in Köln, die Branche darbt. Ja. Es geht hier fast so schlecht wie der Bierindustrie. Genau. Es wird nicht lang dauern, da musst du im Suff jeden Tag ein Sofa reintragen, um nicht nur die Bierindustrie zu stützen, sondern auch die Möbelindustrie. Nur eine Firma knallt nach oben, dass es nur so pfeift. IKEA, das sympathische Möbelhaus aus Schweden. Ein paar Zahlen für Sie. Wie viele IKEA-Filialen gibt es in Deutschland? 27. Und Sie wissen, das sind nicht die kleinsten. 7 neue sollen dazukommen in diesem Jahr. 7% des Weltumsatzes
wird überhaupt nur in Schweden gemacht. Damit liegt Schweden an fünfter Stelle. Nummer eins sind wieder mal wir, die deutschen Ökos, die zu IKEA rennen. Eigentlich nicht wegen der Möbel, sondern aus religiösen Gründen. Ja? Denn dort ist Erlösung und Perfektion ist nicht alles. Duzen alle Mitarbeiter Pflicht bei IKEA? Wusste ich auch nicht, ja. Ja, schöne Geste. Pflicht duzen. Und jetzt raten Sie mal, und das ist das Tolle, was wir durch den Euro herausgefunden haben. Ein Regal ist nicht kein Regal, ist nicht gleich ein Regal. Das schöne, gute, alte IKEA Billy, wer von uns hat es nicht schon mehrfach gekauft, kostet bei uns, was kostet bei uns ein IKEA Billy Regal? 46 Euro. Was kostet das Regal im Mutterland des Billys in Schweden? 26 Euro. Dasselbe Regal. 26 Euro, das heißt 20 Euro billiger. Selbst in England kostet es umgerechnet nur rund 40 Euro. Das heißt, uns Deutschen zieht man es doch aus der Tasche. Absolut. Obwohl wir pleite sind, obwohl wir wirtschaftlich am Ende sind, obwohl die Portugiesen sich totlachen, wenn sie überhaupt nur einen deutschen Werkzeugkasten sehen. Ja? Von uns holt man es, wir haben es ja, aber nicht mit uns, denn wir sind clever. Wir sagen uns, Moment, wenn das IKEA-Regal Billy in Schweden 20 Euro billiger ist als hier, dann fahren wir halt nach Schweden und kaufen es da. Ja. Das lohnt sich. Wie weit ist Schweden von Köln entfernt? Also ich denke, das nächste ist Malmö, oder? Ja, so nehme ich mal an. Ja. Wir können das hier im Internet im Routenplaner gucken. Ich kann auch direkt den Spritpreis eingeben. Das wäre eigentlich ganz gut, ja. Ja. Weil wir fahren mit dem Auto? Ja, wir fahren mit dem Auto. Ja, wie denn sonst? Zug. Und dann die Billis mit wieder zurücknehmen, das ist ja Quatsch. Wieso? Ich meine, da lernst du Leute kennen, wenn du mit dem Regal in den Zug steigst. Entschuldigung. Spritpreis eingeben? Ein paar musst du ja schon mitnehmen, damit es sich lohnt. Ne? Wie viel muss man kaufen? Ja, das ist ja die Frage. Ne? Also 20 pro, also was ist der Spritpreis? 1 Euro, oder? Ja, super Bleifahrer, also ich weiß nicht, 1 Euro? 1 Euro, sagen wir. 1 Euro, ja. Wie viel Liter brauchen wir? Verbrauch auf 100 Kilometer. Bei meinem Auto 14,1 Liter. Ja. Das stimmt, aber es ist besser geworden. Ja. Ja, weil ich jetzt viel Autobahn gefahren bin. Doch nicht wirklich 40 Liter. 14. Ach, 14. Ich habe auch, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwo am Elzerberg oder so irgendwelche Holländer platt mache, ja, geht es kurzfristig auf 40 Liter hoch. Ich habe diese Anzeige, die es immer anzeigt. Ja. Jetzt bin ich beim Schnitt bei 14,1 Liter. Davor, als ich nicht so viel Autobahn gefahren bin, waren es 16,3. Und man glaubt es nicht, ja? Obwohl ich viel Autobahn fahre, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich bisher gefahren bin mit dem Wagen, 54 Stundenkilometer. Ja, durch dieses ständige Rumgegurke in der Stadt. Ja, klar. Das 40,1 Liter. Ich weiß nicht, was brauchen andere Autos? 8 Liter, 7 10, Liter, 6 8. Liter, 5 Liter. Aber in Autos, die 5 Liter brauchen, kriegst du kein Regal rein, ja, oder? Sollen wir 10 nehmen oder 8? 8. Mit 8. Was im Auto fährt man dann? Audi. Kombi, oder? Was denn? Audi, Kombi? Kriegst du nicht genug Regale rein. Wir brauchen so einen Bus, ja, so einen Caravan, so ein. Wie heißen die denn? Ich kenne mich nie aus. Wie viel nehmen die denn? 15? Keine Ahnung. Wie heißen denn diese Busse? Minivan. Minivan. Was braucht ein Minivan auf 100 Kilometer? 14,1. Wie viel? 10. Also mit 10 Liter sind wir gut dabei. Ja gut, dann nehmen wir 10. Ja. So, schnellste Strecke, ne? Ja. Unter Berücksichtigung von Autobahnen und Fähren. Nicht irgendwie durch Landstraßen, damit man Mautgebühren spart. Nein. Ah, jetzt kommt er. So, das sind 918 Kilometer. Ganz schön weit. Naja, Fahrzeit 10 Stunden, 10 Stunden, 15 Minuten. Da müssen wir natürlich auch was essen unterwegs. Ja, kann man sich auch was von zu Hause mitnehmen. Kosten 91 Euro. Ja. Mit Rückreise inbegriffen, oder? Weiß ich nicht. Nee, das ist eine Strecke. Also sagen wir mit Essen 100 Euro pro Strecke. Wieso denn? Für 9 Euro Essen, was soll denn das sein? Ja, wie? Ach so, du willst nichts. Ah,
Fahren wir da zu zweit hin? Ja, einer alleine. Ja, klar. Also fährst du alleine? Na, ich kann ja nicht Auto fahren. Ach so, ja. Doch, du kannst, aber du hast keinen Führerschein. Ja, nein. Soll ich noch fahren? Ja, du fährst. Ja, ich fahre doch nicht 900 Kilometer wegen so einem scheiß Regal. Ja, ja, aber... Also, wir schicken einen Kollegen los, der gerne Auto fährt. Genau. Einer unserer sympathischen Fahrer. Ja. So, und er kann essen, was er Appetit hat. Für 9 Euro? Ja. Nein, nein, nein. Also hin und zurück 180 Euro für Sprit. Ja. Wie viel darf er essen? Für 40 Euro? Ja, er muss auch übernachten. Er kann doch nicht 10 Stunden hin und 10 Stunden zurück. Soll er im Bus pennen? Ja, schon. Was? Lass ihm, also was weiß ich, 150. Ich muss es noch im Markt, ich hab die Preise in Euro nicht im Kopf. 150 Mark das Zimmer und... Ach, 150 Mark? Was kostet das Zimmer? Also oben in Dänemark kriegst du eine prima Pension für 40, 50 Mark die Nacht. Also. Ehrlich? Ja, klar. Prima Pension? Ach, natürlich. So für Fernfahrer halt. Also, 50 Mark und Essen? Bloß 50 Mark Essen, also das muss reichen. 50 Euro. 100 Mark Essen. Er soll sich die Rübe zudröhnen. Ja, okay. Aus Frust über dieses Hotel, in dem er da wohnen muss. Ja. Also 150 Mark nochmal extra. Also mal, sagen wir 80 Euro. Ja. Sind 260 Euro ja. Hin und zurück. Okay. Sind also... Mindestens 11 Regale. Nee, mindestens 13 Regale. 13 mal 20 Euro sind so 260. Also mindestens 13, also muss er schon mal mit 15 wiederkommen. 15 Regale. Ja, sag mal er soll 20 bringen. Genau. Die kriegt er aber nicht in das Auto rein, natürlich. Boah, doch, guck mal hier. Also ich kann das ja jetzt. Das ist eingepackt. Ja. Ja. Also das ist ja so ein kleines Billy. Was kann man mit so einem kleinen Billy eigentlich anfangen? Bücher reinstellen? Ja, aber ich meine, das ist doch so ein halbes Billy. Wo soll man das brauchen? Vielleicht in einer Maisonette-Wohnung, wo man so unter der Dachschräge hinkriegt ja, ja. Und nie mehr die Bücher rausholt, weil es einem zu blöd ist. Weil das jedes ja auch dieser Platz ist, weil das ja der Platz ist, wo man nicht weiß, was macht man damit. Ja. Ich pack es mal aus, ja. Pack es mal aus. Wie viele Billys hast du in deinem Leben schon aufgebaut? Also 3 richtig. Und dann halt immer umgezogen damit, ne? Mit 3? Und da muss man es ja nicht mehr komplett... Aber zuletzt habe ich sie alle wieder auseinandergebaut und auf den Sperrmüll getan. Wieso hast du vorher noch auseinandergebaut? Vor dem Sperrmüll? Ja, damit ja, nicht so richtig Sperrmüll so. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Nachts um die Ecke ans Haus gehen. Nein. Das sind ja viel zu viele Teile. Zählt das schon zu den 4 Minuten? Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt aber schon in der Wohnung, kann man sagen, ja? Ja. Du hättest sie schon von draußen reingekriegt. Gute Farbe. Tolle Farbe. Mhm. Was ist das, Nussbaum? Ja, so Buche soll das, glaube ich, sein. Ja, passt zu allem. Ja. Hey. Das ist neu, mach keine Kratzer rein. Nein, die sind stabil. Also wie gesagt, bestimmt 7, 8 Mal mit umgezogen, 15 Jahre lang. Ja, die sind stabil, ich kenn's auch. Ja. Ich habe schon viele IKEA-Regale gekauft. Auch Billy? Billy und teilweise dann auch stehen lassen. Also umgezogen, aber die Regale halt nicht mehr mitgenommen. Teilweise auch hasserfüllt auf den Balkon geschmissen. Also das hier braucht man gar nicht, das ist diese, damit es nicht umfällt. Das ist Quatsch, das habe ich nie gemacht. IKEA hat was, dass die Regale nicht umfallen? Ja, klar. Ich dachte, es steht von alleine. Na, aber manchmal sind die Wände ja nicht so ganz gerade. Und ach so. Mhm. Ja, in diesen Altbauten. Aber die haben natürlich dafür sehr viel Flair. Jetzt ist ja immer dieses Reizvolle bei einem IKEA-Regal. Wie viele Teile fehlen? Gerade bei diesen süßen kleinen Zäpfchen und Schräubchen. Ja. Also da ist meine Erfahrung, das ist super. Ja? Also zum Beispiel, ich brauche 4 Holzdübel, 8 Holzdübel. Ja. Und hier sind... Möchtest du einen Tee? Was? Ein Tee so während des Aufbaus? Also. Ja. Nee, ist ja gleich hochgeschnitten. Nee, es sind 12 Holzdübel und die sind alle da. Ja. Und 8 Schrauben. Mein Problem war zum Beispiel schon immer, ich habe kein Werkzeug, dass ich nie einen Hammer hatte. Ich habe dann diese Holzdübel so oben reingedrückt, vorsichtig, und versucht, sie richtig festzumachen, indem ich es auf den Boden geklopft habe. Die Holzdübel. Dabei splittert diese Pressspanmasse gerne mal. Ah, dieses Holz. Also, für die Holzdübel hoffe ich, brauche ich keinen
Oh. Ah, nee, doch. Was ist denn? Nee, ist alles da. Ist ein Nimbo-Schlüssel da? Ja, hier. Ja, ich habe 11 Nimbo-Schlüssel zu Hause. Ja, natürlich. Weil immer nach dem Dings, den kann man mal gebrauchen. Ja. Ich mache teilweise schon aus Verzweiflung Ölzerdünenbüchsen damit auf, damit er irgendwie mal benutzt wird. So, du bist da aber doch ein sehr genauer, stelle ich fest, ja? Ja, das A und O ist, dass man sich sein Material zurechtlegt. So. Absolut. Haben wir's? Ja. Willst du nicht denn die Pappe weggeben, damit du nicht durcheinander kommst? Du bist bereit? Ich bin, glaube ich, bereit. Wie sieht denn das aus? Ach so, ja, aha. Ja? Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Nee, nee, warte. Alles klar? Na, weil man muss ja immer gucken, obwohl, ja, man muss ja immer gucken, wenn man das nämlich falsch rum reinmacht, hat man hier die Sperrholzseite nach vorne. Ja, ja, ich weiß. Und es muss natürlich hier die... Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Hä? 4 Minuten, ich glaube es nicht. Doch, doch. Ja? Aber du hast natürlich deine Erfahrungswerte, denn du hast ja schon 3 aufgebaut. Ja? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Alles klar, ich darf um Ruhe bitten hier im Studio, es ist auch eine intellektuelle Sache, meine Damen und Herren. Ich sage es nochmal für alle. Herr Andrack wird jetzt, ohne fremde Hilfe, mit Betriebsanleitung? Nee, habe ich im Kopf. Wahnsinn, Wahnsinn. Herr Andrack wird jetzt innerhalb von 4 Minuten, ohne Zuhilfenahme der Betriebsanleitung, ein kleines IKEA-Billigregal komplett aufbauen. Achtung, die Zeit läuft! Ist man ja schon nervös, ne? Nee, klar, also... Ich nicht, weil bei mir waren immer Kameras dabei, wenn ich sie aufgebaut habe, aber... Aber ich will dich nicht rausbringen. Nee, klar. Denn wenn man einmal falsch einfädelt, dann ist natürlich die Sache gelaufen. Für Sie zu Hause die Betriebsanleitung eingeblendet. Was ist? Ja, ich habe nicht geübt. Das ist... Ach, das schaffst du schon. Ich muss aufpassen, dass Sie nicht zu Wetten das holen. Wahnsinn. Eine Minute rum. Echt schon? Ja. Oh, wie das staubt, dieses Mehl. Das könnte auch schon der Beginn von einem Kiosk sein. Für einen, der sich selbstständig macht oder sowas. Aber lass dich nicht rausbringen. Nö, ich höre gar nicht zu. Bisschen Musik drunter vielleicht, oder? Ja. Oder irritiert sich? Helmut, so Spannungsmusik, die aber nicht irritiert. Ist da Spannungsmusik? Ich kann es auch ein bisschen spannender machen. Lass es lieber. Okay. Oder spiel vielleicht oben mehr auf diesem anderen Instrument. Das finde ich besser. Das ist toll. Das ist so, das so sphärisch ist das. Ja. 2 Minuten vorbei. 2 Minuten schon? Ja. Das ist, ich habe noch nie gesehen, dass einer so zügig diesen Schlüssel. Der Boden war teuer hier im Studio, ja? Hau da nicht so rum mit diesem Billigteilen. Nicht, dass wir da Schramm reinkommen. Was ist das denn hier? Ein Bus aus dem Fernsehgarten, oder was?
ja unglaublich. Diese Sucht nach Stimmung bei diesen FDP-Wählern. Viele Kandidaten bei Wetten, das sind überhaupt nur so groß wie du, wenn du kniest. Deswegen werden sie ja genommen. 3:18, Herr Andrak. Oh. Das läuft sehr gut. Das habe ich noch nie so flüssig gesehen, muss ich sagen. Das ist auch noch immer... Oh! Es ist nicht einfach, so eine rechteckige Oblade da reinzukriegen. Ja, ja. 3:50, 10 Sekunden. Du schaffst es. Ohne Einlegebrett oder mit? Mit. Es okay, muss eins, zwei, komplett. Eins, zwei, die Traumzeit nicht ganz geschafft, aber ich bin überrascht. Doch in einer für mich sensationellen Zeit. Und was für mich einfach das Wichtigste ist, das Regal sieht genau so aus, wie es dann einfach zu Hause aussieht. Das Entscheidende. Das hier unten ist das Entscheidende. Das ist IKEA für mich. Das ist IKEA. Und hier, da stellt man dann da unten irgendwie so ein Lexikon oder sowas rein, weißt du? Dass das abgedeckt ist. Ja, ich war ein bisschen. Sag mal her, obwohl es ist eigentlich stabil, ne? Was ist denn hier? Ich meine, das war ungeschickt von uns angefasst, denn das ist ja schon vom Material her sehr, sehr gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Sagen wir so. Ja? Für 46 Euro kann man nicht meckern. Nö, wenn man überlegt, was ein Eckhaus in Pasing kostet. Und ich würde sagen, wir machen einen Ausflug in die Eifel. Auch für dich, dass du dich ein bisschen erholst. Denn ja. Herr Andrak hat in Rekordzeit ein IKEA Billigregal hier gerade aufgebaut. Aber ich brauche es Ihnen nicht zu sagen, denn Sie haben es ja gesehen. So, steig hier ein, ja. 14,1 Liter und ich finde, wir sollten uns warm anziehen, oder? Oh ja, du hast da eine Mütze, glaube ich. Ja, du hast eine Mütze und ich habe so Ohrenschützer, weil draußen ist es kalt. Mhm. Und außerdem ist ja eine Comedy-Show. Ja, eben. Also da sollte man schon schrill, schräges Lachen. Ich wusste es. Ja, stimmt. Ja, obwohl ich finde, du siehst nicht lustig aus, sondern bedrohlich. Du siehst aus wie so ein Grenzpatrouillengänger am Amur oder so in Sibirien. Am wo? Ach so. Amur. Oder auch so weit die Füße tragen, weißt du? Fargo. Fargo, genau. Genau. Und das hier ist lustig, hier, diese Ohrenschützer. Obwohl es eigentlich auch nicht so lustig ist, weil ich kenne eigentlich hauptsächlich Frauen, die sowas tragen, das sind so Drogensüchtige, die in Supermärkten Kinder aus fremden Kinderwägen stehlen. Die kennst du? Nein, die kenne ich nicht, aber die haben solche Ohrenschützer. Sollen wir losfahren? Ja, wegen mir. Ja, ich werde anschnallen nicht vergessen. Das vergisst du immer wenn wir. Immer wenn wir losfahren, schnallst du an. Geht's oder soll ich dann sitzen ein bisschen nach hinten fahren? Nö, ist angenehm. Okay, dann fahren wir mal los. In die Eifel, ja? In die Eifel. Du kennst den Weg, weil ich kenne mich nicht so aus in der Eifel. Wir sind gleich wieder hier, meine Damen und Herren. Bis ja, gleich. Genau. Tschüss. Tschüss. Bis gleich! So. Das Schöne ist ja, die Eifel beginnt unmittelbar hinter unserem Studio. Ja. Siehst du, dass wir uns gut, dass wir uns warm angezogen haben? Jo, das ja. ist das Wahrzeichen der Eifel. Ja, ist ja sehr berühmt. Natürlich. Mhm. Der Eifelturm.
Ah, das macht gleich gute Laune, so ein Schnee. Ja? Oh ja. Aber der Schneetreiben wird doch stärker. Oh, jetzt wird's aber doch ein bisschen viel. Ich schalte mal die Scheinwischer an. Ja, genau. Mein Auto hat nur einen Scheinwischer. Vorsicht. Oh, da schreibt. Oh, pass auf. Ja, pass auf. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ja. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Vorsicht. Die tauchen oft so plötzlich auf. Ja, ja, du siehst sie gar nicht. Ja, ja. Siehst du? Ah! Oh! Ja. Wow. War aber knapp. Ist das hier nicht die Ecke mit der Burg Eltz? Ach, guck mal. Schau mal, die Burg Eltz war die Mama langsam. Ja. Die ist doch ganz berühmt, oder? Ja, selbstverständlich. Die war mal auf dem 500-Markschein hinten drauf. Damals in der guten alten Zeit. Die ist so wunderbar, diese Burg. Mach doch mal ein Foto. Echt? Ja. Ja. Oh, das fände ich schon toll, von der Burg Eltz. Hab eine Polaroid dabei? Ja. Das ist ja ein Traum. Ja. Dort die, zieh mal die raus. Sind ja heute sofort fertig. Ist ja wunderbar geworden, boah, oder? Mach mal von mir auf ein Foto, okay, wie ich so fahre. Ein Traum. Ja. Also Siedenburg Eltz, da bleibe ich mal länger. Ich glaube, da fallen mal ein. Nein, das ist auch super Führung. Das ist sehr interessant. Ja? Ja, ja, doch, wirklich. Auch so mit Märchen und so? Ja, und wo die früher geschlafen haben. Toll. Und, also dieser Eifel, man fährt so weit und hat so schön vor der Haustür. Ja, also frische anderthalb Luft. Stunden ist man da und man ist auch sehr einsam. Man kann stundenlang durch den Wald spazieren. Hör dir das an, wo hörst du das heute noch? Der Kuckuck ruft? Ja. Oder ist es das Kreuzchen? Nee, das ist der Kuckuck. Nein, das ist der Kuckuck. Ja. Ja. Also man kann stundenlang durch den Wald gehen, trifft keinen Menschen. Alles gut markiert, Wanderwege. Ja, wirklich, sehr gut. Eifelverein. Ein Traum. Willi. Super. Oh, Rotkäppchen. Hallo, Rotkäppchen. Warum hast du denn so groß, Rotkäppchen? Ah, ich nehme Bit. Ja, ich nehme Beefy. Ah, das Bit ist da. Tschüss, Rotkäppchen. Ja. Tschüss. Ah, das Bit ist das heutige Bier. In der Stubbi-Flasche. Was ist das denn, Stubbi? Die gedrungenen Flaschen nennt man Stubbi. Ach was? Ist das gut? Es gibt ja auch diese schlanken. Ja. Ne, das trinkt man so in der Eifel. Das ist schön. Ja. So, ich hätte Lust, irgendwo ein bisschen Schlitten zu fahren. Ja. Schade, dass Rotkäppchen schon weg ist. Ja, wo kann man das denn hier? Wir fahren gerade auf die Hohe Acht. Was ist das denn? Das ist der höchste Berg in der Eifel. Ach was? Ja. Der höchste Berg der Eifel? Rat mal, wie hoch der höchste 830 Berg. Meter? Weniger. 750. Sehr gut, 747 Meter. Donnerwetter, der höchste Berg. Und da fahren wir jetzt hin, ja. Das sind aber auch bitte? Schöne Orte, wo die Mischung aus alt und neu geglückt ist. Hat man selten. Wo ist denn da die Rodelbahn? In der Nähe von so einem, ich glaube, Moment, wie war das? Da ist so ein Restaurant, da kann man herrlichen Kaffee trinken. Ach was, lecker Kaffee trinken gehen? Ich habe ja immer ein paar saubere Schuhe im Auto, wenn wir Kaffee trinken gehen. Da, hier. Ist es da. Aber da halten wir jetzt nicht, wir haben noch viel vor. Ja, ja, nee, ja, klar. Also da muss jetzt ungefähr, Moment. Vielleicht können wir jemanden fragen. Ah ja, hier Moment, denn, frag mal. Wo ist die Rodelbahn, bitte? Hallo? Oh, ein Deutscher. Die Rodelbahn ist direkt hier auf der anderen Seite. Ah, danke schön. Danke, danke. Schönen Tag noch. Ja. Nett hier, die Leute. Ja. So, die müssen, da ist die Rodelbahn. Ah, pass mal auf. Ach, komm. Mach mir mal ein paar Schneebälle. Ja, hier, schmeiß sie ab. Ich werfe mit links. Mach ich eigentlich nicht, kommt aber im Bild besser. Hier, ja, nimm das da. Komm. So, und ihn erwische ich, warte auf. Ja, jetzt. Ja! Nee, nochmal. Jetzt, warte auf. Ah! Nee, den nächsten krieg ich. Ja, doch! Ja, ich habe ihn getroffen. Ach, hau ab! Ja. So, was ist das denn hier? Wir fahren mal zum Totenmeer. Ist das berühmt? Oh ja, kennst du nicht die Mare? Nee, in leider der Vulkaneifel. Ach, in der Vulkaneifel? Es gibt das Schalkenmeerener Mar und das Meerfelder Mar und das. Ja, und das Totenmeer. Das ist ja wirklich wie ein Fargo und hier. Das ist jetzt ganz vereist und wir fahren ganz langsam drüber. Und drunter ist aber kein Wasser, oder? Ist nicht gefährlich für uns, falls wir einbrechen müssen. Aber sehr dick gefroren, ja. Wahnsinn. Die Farben sind irgendwie ein bisschen trister. Ja. Ich mach das mal ein bisschen anders. Nein. Hier. Nein. Dazu wird's besser. Ach, okay. Nee. Ach, das ist ja total. Nein. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir's wieder. Gott sei Dank. So. Keine Menschenseele. Nein. Aber ein Vogel, ne? Das sind diese berühmten Eisvögel. Die sind ja großartig. Hey! Das ist ja wie bei Steven Spielberg, du. Ja, oh Gott. Fahr schneller! Hau ab nach Kabul! Ja. So, jetzt müssen wir doch langsam in dieses leckere Restaurant kommen, hier! Kuchos Landhotel! Moment, ich halte, wir fahren zurück! Da. Warte auf! Da? Warte auf, ich fahr zurück! So. Ja? Bisschen, da siehst du, da war's! Jetzt mal langsam vorbei. Warte. Das ist aber wunderbar, du.
Das hat, da hast du so lecker gegessen. Da kann man es genau sehen. Ja. Ach, ich sehe es da. Ja. Ach, nee, hier. Ja, genau, da. Da. Ja, ja, eben. Da. Es gibt so viel zu sehen. Ja, natürlich. Ach, das ist Monschau. Ist das nicht schön? Das ist ja wunderbar, wie herrlich. Diese Fachwerkhäuser. Fachwerk ist mein Lieblingsbaustil. Ehrlich? Ja, das ist ganz toll. Also Fachwerk, da könnt ihr mich drin baden. Wohnt hier nicht auch Heino in der Ecke irgendwo? Ja, in Bad Münstereifel. Komm mal! Wahnsinn. Mensch, da ist er ja. Heino! Altes Haus! Ich freue mich schon auf den Karneval, auf die Heino-Parodien. Ah, sehr gut. Die aktuellen. Ja, ja. Was ist das denn hier vorne? Siehst du, hier leben die Traditionen noch, das die Musikkapelle. Ist ganz genau. Vorsicht. Oh ja. Können Sie ein bisschen Platz machen. Prost, Jungs. Ja. Schau mal an, Männer und Frauen. Toll. Hier lernen die Leute die Grundzüge des Instrumentenspielens. Ja. Muss ich dann auch viele Symphonieorchester draus bedienen. Schönen Tag noch. Tschüss. Toll. Und die müssen wir wieder heim. Ja. Die meisten sind ja miteinander verwandt hier in dem Orchester. So, jetzt geht's hier rechts ins Studio. Ja. Ja. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Ja. Das war aber wieder mal herrlich. Das sollten wir schnell mal wieder machen, oder? Auf jeden Fall.